Hey Leute, hier ist einmal mehr der Saar und heute mal wieder auf dem arschkalten Dachboden. Und wir trinken heute Franziskaner. Ich habe sogar das passende Glas. Ich finde das Glas echt geil. Nur leider ist es eigentlich für alkoholfreies Bier. Steht drauf Franziskaner alkoholfrei. Und die Flasche brauche ich fast nicht zeigen, die kennt ja jeder von euch, ne? Das normale Franziskaner Weißbier. Ja, ich muss auch mal ein paar Klicks hier generieren. Ich würde ja gerne den ganzen Tag nur irgendwelche verrückten Sachen probieren, wie, was habe ich probiert? Insekten, tausendjährige Eier und so weiter und so fort. Nur leider sucht das kein Mensch auf YouTube. Deswegen brauche ich auch ein paar Mainstream-Sachen, die ich mache. Ups, habe vergessen zu schütteln. Naja, trotzdem ist es relativ trüb. Hier staubt es ungemein auf dem Dachboden, unglaublich. Ja, die Farbe ist relativ hell für ein Weißbier. Das Franziskaner ist ein bisschen heller als das Erdinger und vor allem als das Paulaner. Oder Schneiders Weiße. Ja, und wir haben hier einen sehr grobporigen Schaum. Das will ich euch mal zeigen. Wenn das nicht grobporig ist, weiß ich auch nicht. Der hat sich jetzt schon wieder ein bisschen verdichtet. Was man hier riecht, ist halt typisch Franziskaner. Ich finde auch, das Franziskaner sticht ein bisschen heraus, so bei den anderen Mainstream-Weißbieren. Ja, es riecht frisch. Es hat diesen kennzeichnenden Geruch, das nur das Franziskaner hat. Ah, das ist so eine fruchtige, malzige Note. Ah, ich weiß nicht, ob ich das direkt mit etwas vergleichen kann. Es riecht fast wie ein Kaugummi natürlichen Ursprungs, ohne Künstlichkeit. Also es hat schon so was Süßes, Süßigkeitenartiges. Ne? Und schön malzig, ein bisschen brotig. Einfach super. Riecht wirklich toll, das Franziskaner. Ich kaufe das immer wieder gerne. Ja, es ist sehr gehaltvoll. Es ist vollmundig. Der Mund ist voll mit Malzaromen. Im Antrunk ist es sehr frisch, sehr viel Kohlensäure, was bei Weizenbier aber eigentlich fast normal ist. Hat es diese Malzigkeit in der Mitte und im Abgang ist es nochmal fruchtig und richtig malzig. Da kommt nochmal richtig das Malz raus. Im Antrunk so frisch und säuerlich, so richtig erfrischend. Fruchtigkeit und Malz, und dann kommt hinten die richtige Malzbombe hinterher. Das ist wirklich ein super Bier. Kaufe ich immer wieder gerne, aber immer im Angebot, weil es ist regelmäßig im Angebot, egal wo ihr hingeht. Im Real oder im Kaufland, das ist immer mal im Angebot. Also ich würde das niemals regulär kaufen. Das ist wirklich alle 2 Wochen ist es im Prospekt drin, egal bei welchem größeren Supermarkt. Auch im Edeka und so weiter. Gut, Leute, dann möchte ich euch entlassen. Wenn ihr sehen wollt, wie ich dieses Zeug hier probiere, dann schaut hier weiter. Oder einfach hier. Dann kann ich nur noch sagen, ciao, Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn ihr möchtet. Und abonniert mich, wenn euch der Content gefällt.